The car is, of course, a very big deal in Germany. It's a source of pride, it provides huge numbers of manufacturing jobs, and to a certain extent, it's a reflection of national identity and the lack of a speed limit on the Autobahn. This was brought rather forcefully home to the left-of-centre SPD when one of their leaders toyed with the idea of introducing a national speed limit, resulting in one of the fastest U-turns of the election campaign to date. Instead, the debate has all been around infrastructure spending. Is enough being done on the upkeep of the Autobahn and the many bridges that link these motorways? Now, of course, since most politicians, when asked such questions, will inevitably make soothing noises and not give much in the way of specifics, that actually hasn't proven too divisive. But one issue has emerged that is causing a rift, and it could prove to be a problem for Angela Merkel, the incumbent chancellor who's seeking re-election. To find out more, you have to come here to Bavaria, which is holding a state election just 1 week before the general election. It's Germany's richest, most conservative and independent-minded state. The local Christian Social Union supports Ms. Merkel's Christian Democrats in Berlin, but its leader, Horst Seehofer, seen here at a campaign event, has adopted one policy Ms. Merkel cannot support, a road toll on foreigners. Wir haben sehr viel Ausländer, die durch Bayern durchfahren. Und wir wissen natürlich auch, dass die deutsche Bevölkerung überall im Ausland, sei es in der Schweiz, sei es in Italien, sei es in Österreich, überall die Maut bezahlt. Und vor diesem Hintergrund ist es für uns sehr wichtig, dass wir hier auch entsprechend die ausländische Bevölkerung mit am Straßenbau beteiligen, am Ausbau des Straßenbaus, der Bundesverkehrsautobahnen, aber auch der Bundesstraßen. Ich denke, das ist schlicht und einfach ein Akt der Gerechtigkeit. It is a very popular idea, and Mr. Seehofer has threatened to withdraw CSU support for the CDU in Berlin if it doesn't become national policy. Put on the spot, Ms. Merkel has said she won't support the road toll, which in any case would break EU law. That view is strongly backed by the ADAC, Germany's powerful drivers' club. Das wäre für uns keine Lösung, weil sie ganz klar gegen Europarecht, das heißt gegen geltendes Recht, verstößt. Europarechtlich ist in aller Eindeutigkeit geregelt und auch wiederholt von der Kommission bestätigt worden, dass Inländer und Ausländer gleich behandelt werden müssen. Das Stichwort ist hier Diskriminierungsverbot. Das heißt, Ausländer dürfen nicht schlechter gestellt werden als Inländer, sprich deutsche Autofahrer. Und vor diesem Hintergrund ist eine Pkw-Maut nur für Ausländer, wie sie Herr Seehofer fordert, europarechtlich nicht machbar und damit auch überhaupt kein Gegenstand von Diskussion. Back in the beer tent, though, Mr. Seehofer is unbowed and claims there are plenty of ways to address the legal concerns. No one quite knows how far he'll push the subject after the election, but for now, it is still playing very well indeed. Michael Steen, Financial Times, Erding, in Bavaria.